Selbstbewusstsein? So, YouTube Download. Ich habe das Ding schon lange nicht mehr benutzt, aber. Genau, ja. Und das führt die Wave mit der Tick auch? Ja, kann er. Ja, kann er. Ich würde gerade sagen, es gibt irgendwo ein Ding mit dem, was man allerdings sieht. Genau, List Extractor. Wie holt ihr das aus der TVT? Holt ihr die, ich glaube, der hat die einzelnen Segmente, oder? Das ist eine sehr interessante Frage. Könntest du diese nachher beantworten? Geht sie den Drucker bitte auf, vielleicht schön? Hallo? Und dann druckt er nicht mal lange. Druckst du gerade was? Willst du das erfreuen? Druckst du gerade was? Nein, nein, ich bin der Kaut. Du bist der Kaut. Ich wollte gerade auf den Linkszettel, aber der ist verdeckt, der Stuhl. Wo waren die denn? Ah, genau vor uns. Da ist er. Da ist dein Stuhl. Achso, nein. Nein. Ja, ich weiß, du kannst das. Nein, setz dich dahin, du hast den besten Platz. Ja, es gibt ja auch andere Maschinen. Ja, wirklich, dann ist das dünn und hier, wenn du hier hinsetzen würdest, dann musst du im Weg sitzen. Da ist noch ein Token mit dem Pult. Ja. Das ist noch ein bisschen gekommen. Was macht dieser Drucker eigentlich? Irgendwie so ein Drucker-Test? Drucken. Aufwärmen. Drucker druckt. Kalibrieren. Jedenfalls. YouTube Download, Dash List Extractors, zeichnen die Extractors an, das heißt einfach die Seiten, die unterstützt werden. Archive.org. Archive.org, drei Seiten habe ich noch gesehen, ARD, ATTV und ORF. Schau mal ganz unten, ob der irgendwas mit X kommt. Mit X? X? Ja. Ihr könnt mir das richtig glauben. Also alle einschlägigen Services. Das heißt, jetzt, man kann prinzipiell wahrscheinlich dann einfach auf die TVT gehen. Sehen wir so aus, oder? Klickt dann auf jetzt Sockel oder Täuschung. Kopiert sich dann vielleicht die URL daraus. Also zumindest mit YouTube funktioniert so. Paste dann jetzt rein. Natürlich, man muss aufpassen, bei YouTube mit Fragezeichen muss man es quoten oder No-Club verwenden. Genau, das kann ich. Es kann auch sein, dass ich nicht die aktuelle Version habe. Genau. Jetzt wird es noch funktioniert, also. Mit Service for YouTube.dl updaten. Das ist ja mehrfach. Ist auch, es ist auch so, dass das YouTube oft die. Also das YouTube.dl basiert also quasi drauf, dass. YouTube.dl basiert quasi drauf, dass die Webseite scrapt und sich die einzelnen Medien links runterlädt. Es kann sich sein, wenn YouTube die Webseite ändert oder ORF.at die Webseite ändert, dass das Ganze dann nicht mehr funktioniert. Aber YouTube.dl wird, wie gesagt, sehr oft upgedatet. Schaut das meistens hinten? Ja, ich will nur schauen, ob wir diese Nachricht. Ist das jetzt vom ORF oder wie? Das ist jetzt von YouTube. Vom ORF, das hat, wie man da oben sieht, nicht funktioniert. Okay. Es kann aber sein, dass er einfach nicht erkannt hat, dass das vielleicht, oder weil es eine alte Version ist oder so. Bei mir geht's, der ORF. Okay, also wahrscheinlich einfach nur eine alte Version. Ah, da war auch gerade ein Update dabei. Ich lustigerweise vor ein paar Wochen zufällig, weil irgendwie auf der Mailingliste das Thema mit Screen Invader und ORF.at broken und so weiter war. Lustigerweise ist es in Python gemacht. Und mit dem kann man ausgehend von der TVT Startseite sich alle Programm-Overviews holen. und sich dann quasi zu jedem Programm-Overview die einzelnen Episoden rausgeben lassen. Es gibt eine JSON-API für iPads und so Dinge. Nicht zum Scrollen immer den Cursor bis nach unten und dann wieder zum Zeigen hin und her, weil das ist total wuschig. Wenn du was über was sprichst, highlighten. Zeigen. Ja. Das wäre das Beste. Get all news. Zum Scrollen, dann nur die Scroll-Kommandos. Nicht, nicht also mit
mit dem Cursor an den Border gehen. Ich bin so gewohnt. Ich weiß nicht, ob das in dieser kurzen Zeit abgewöhnen kann. Jedenfalls für die Zuschauer auf Dreisat. Das Sven hat gerade. Das Sven meinte gerade das Scroll. Also ich hoffe, ihr könnt das Scrollen drauf bringen. Jedenfalls, es gibt da Tools und anscheinend gibt es auch eine JSON-API. Ja. Also nicht offiziell und auch nicht dokumentiert. Also aber wenn man. Wenn man das Wireshark, aber ja. Wenn man sein iPhone, iPad quasi einfach ans lokale Netz reinhängt. Oder die Windows 8 App. Oder die Windows 8 App und dann einfach mal Wireshark inzwischen schaltet, sieht man die API-Calls und kann sich das dann leichter besorgen. Genau, dann kann man sich die ganzen neuen Links pro Tag holen und dann kann man sich ein Python-Script schreiben, dass das JSON passt und die einzelnen, also die komplette TVTK macht dann sozusagen. Sind so. Ja. Ja. Alternativen zu YouTube.dl, aber anscheinend ist es wirklich so, dass das eher dann nicht so gute Alternativen sind. War mal C-Live. Das funktioniert sicher nicht. Sind wir CC-Live? Ah, da gibt es ein bisschen neuere Links. Das wird auch schon knapp. So, für YouTube da was ändert. Genau, aber ich glaube mit YouTube.dl ist man gut beraten. Ist man gut beraten. Ja. Ich habe gesehen, es gibt eine Suchfunktion. YouTube Search. Bei YouTube.dl, oder? Ja, wie verwendet man die? Tag. Du kannst dir einfach eine Search übergeben und dann lädt er alles runter, was du passt, so wie du nachher Playlist übergeben kannst, einfach eine multi-komplette Playlist. Ja, das, ich glaube, wenn man eine Playlist übergibt, dann lädt er die komplette Playlist, aber ich bin mir ein, es geht auch, dass man einen Begriff eingibt und er lädt das eine Video runter mit dem besten Match. Ach so. Head N1. Ein bisschen größer, wenn es geht. Also die Command-Line-Geschichten sind ein bisschen kleiner. Ja, das ist prinzipiell die YouTube-DL-Dokumentationsseite, wo einige Examples gezeigt werden. Zum Beispiel kann man anscheinend auch den Output-Dateinamen, der standardmäßig aus dem Titel irgendwie zusammengesetzt wird, auch customizen. Da kannst du alles customizen. Prinzipiell hilfreich für Sachen downloaden und später anschauen, auch wenn man langsames Internet hat oder gar kein Internet hat. Nicht. Ich könnte mal kurz was Herz sagen zum Thema Terminal im Webbrowser und so weiter. Es gibt die nette Webseite Python Anywhere. Da kann man sich registrieren und da gibt es einen kostenlosen Account, da hat man irgendwie eine gewisse 100 Sekunden CPU-Allowance in 12 Stunden oder so, keine Ahnung. Jedenfalls gibt es mehrere Möglichkeiten, eine neue Konsole aufzumachen. Im Webbrowser direkt. Braucht natürlich JavaScript und so weiter. Das Tolle ist, zusätzlich zu den ganzen Python-Konsolen, wo es viele verschiedene Varianten gibt, CPython, IPython, also den IPython-Interpreter, das dann ja auf CPython läuft, und PyPy, kann man auch eine Bash-Stick aufmachen und bekommt dann direkt, das ist ein kostenloser Content, was ich da benutze, bekommt man dann im Browser eine Bash-Konsole und kann man ganz normal benutzen. Das kann man direkt Vim starten im Browser. Und es sind auch einige Tools und das Coole ist, die Tastengeschichten funktionieren eigentlich genauso wie woanders. Also man kann mit Ctrl und L wirklich im Browser den Screen clearen. Man hat dann auch Tools, Ruby hätte man, Zshell, und so weiter. Lustig ist, man kann ja auch auf Share with Others klicken. Leider muss man die E-Mail-Adresse eingeben und dann bekommt man den Link, aber den Link, den man E-Mail bekommt, kann man dann quasi irgendwo reinpasten. Und die Menschen, die den Link dann öffnen, bekommen genau die gleiche Konsole in ihrem Browser zu sehen und können dann quasi zuschauen. So eine Web 2.0 Screensharing-Geschichte, also in die Richtung. Und man kann dann auch, wenn man jetzt die Seite irgendwie verlässt und so weiter, hat man trotzdem die ganzen Konsolen offen. Also es ist nicht wirklich ein Screen-Session, aber man kann sich vorstellen,
die Konsole läuft natürlich weiter, man kann sich dann wieder drauf attachen. Ist recht nett zum Herumspielen und so weiter, oder wenn man irgendwie nur einen Webbrowser hat, recht hilfreich. PythonAnywhere.com, ausgelegt natürlich auf Python, aber man kann auch eine Bash und MySQL-Datenbank und das Ganze untereinander connecten. Das heißt, man hat seine Home Directory und also Shell zum Ausprobieren für Leute, die nur einen Browser haben. Genau. Mhm. Alright. So. Also sind wir machen. Die alle probieren irgendwas aus. Habt ihr noch was dazu zeigen? Also ich kann natürlich auch das letzte Mal.